Da kommen sie, die Goldrodler. Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig, Tobias Wendel und Tobias Alt. Ja, noch geht es ganz gut. Also wir sind jetzt erstmal angekommen, müssen ein bisschen runterkommen, denke ich, und dann geht die Party los. Also, Von was willst du runterkommen? Ich bleib jetzt auf meinem Level. Die Teamstaffel schnappt sich den Olympiasieg. Ganz nebenbei der 1000. in der Geschichte der Winterspiele. Zum Abschluss der Rodelwettbewerbe der 3. deutsche Triumph im 4. Rennen. Ja, ich hätte gesagt, nehme ich, aber ich hätte nicht dran geglaubt. Aber ja, letztendlich fährt jeder Sportler hin ins Olympia und möchte eine Medaille holen. Ne? Aber dass es dann jetzt so gut aufgeht diesmal, das ist schon klasse. Vor allem für Natalie Geisenberger. Mit 4-mal Gold ist sie nun die erfolgreichste Rodlerin der Olympiageschichte. Beides geil. Kann man nicht vergleichen. Das Einzel ist schon was ganz Besonderes. Aber im Team macht es Feiern halt dann auch noch ein bisschen mehr Spaß. Und ja, mit so einer Mannschaft da oben zu stehen und wirklich dann nochmal Olympiasieger zu werden, ist es gigantisch. Deutschland ist damit, wie in Sotschi, die erfolgreichste Rodelnation. In 4 Wettbewerben gab es insgesamt 6 Medaillen.